man auch besonders frech war und weil man besonders anmaßend war und man angeblich von uns da was aushängt oder so, weil die Post nicht ankommt und so, ne? Also unsere Privatsphäre da total verletzt, indem man da irgendwas aushängt, worüber man uns nicht informiert hat über E-Mail und weil man ja auch dachte, wir kommen nicht hin. Weil wir konnten ja nicht wissen, dass die Polizei so schnell hilft und dass die anderen sich so weit zurückziehen, dass wir atmen können. Und dadurch, dass wir mehr Luft einatmen können, sind wir natürlich rüstiger geworden. Und jetzt kommen wir natürlich hin. Und jetzt haben wir es geschafft zum Job, sind wir schon zweimal. Und wir haben ja nicht umsonst trainiert. Sie werden vielleicht gedacht haben, früher, Mann, die beiden Doofen bei der Kälte, die laufen immer zum Palmgarten und dann laufen sie hinterher, was machen sie? Wir wollten unsere Körper in Schwung bringen. Das war alles. Und wir haben immer wieder Angriffe erlebt von den anderen, mit Narkotika in der Kleidung und in Palmgarten kann man wunderbar ausweichen. Genau. So, und deshalb sind wir froh, dass wir es geschafft haben, aber ich will davon nicht wegkommen, also man macht da in aller Ruhe weiter, nun bin ich weggekommen. Ach so, ja, deshalb wollen wir da ein bisschen mehr erzählen, und zwar wollte man uns sofort wieder die Frau Dings unterwuchten, Frau Kaus. So, Frau Kaus, da muss ich jetzt ganz deutlich werden, also weil man da ja so ist und so. Frau Kaus, wir sind ja so gerne in diesem Bücherhaus Hubendubel. Also neben Palmgarten ist das unsere zweite Heimat gewesen. Da waren wir sehr oft. Jetzt sind wir seltener da, weil wir haben leider kein Geld für Hubendubel. Wir müssen leider Geld ausgeben, damit wir im Internet sind und für Computer und so. Und wir kriegen ja auch einfach zu wenig Geld. Und müssen wir eben andere Sachen kaufen. Aber das war so unsere zweite Heimat. Und vom Jobcenter West und von der Außenstelle sind viele Mitarbeiter, die wir auch nicht kennen, die haben uns immer verfolgt. Und die haben uns immer beobachtet und das sind ja die Einzigen, die noch ein bisschen Disziplin haben. Also haben die dann gleich freigekriegt und sind dann immer hinter uns hergelaufen. Also wie beispielsweise Bert, Klein, Henning, Ziegler und hier eben auch die Frau Kaus. So, und Frau Kaus saß uns gegenüber und war ganz weit weggetreten. Ja. Also ich musste noch mal sehen, weil das eben da ist, dass uns eingeredet haben, dass alle drogensüchtig ist, dass ich das sagen sollte, damit wir besonders unglaubwürdig wirken. Und Frau Kaus hatte eine ganz enge weiße Hose an und eine Kamelzehe und war ganz weit weggetreten. Ja, das möchte ich mal eindeutig sagen, weil das geht hier ganz schmutzig los und dann werde ich auch deutlich. Und saß uns gegenüber und ich denke, Mann, wie kann man sich da so ordinär hinsetzen? Ne? Heute ist alles klar wahrscheinlich, so umsichtig weggetreten. Und sie hat uns auch da total verfolgt. Wir gingen hoch, wir gingen runter, sie kam immer mit. Hat natürlich gedacht, wir sind zu voll und merken es nicht. So, und Frau Kaus, die hat auch bis jetzt alles verhindert. Weiß nicht, ich möchte Jobcenter West sagen, ich möchte sofort jemand anders haben, damit das sofort läuft. Ne? Und wir werden jetzt auch Entscheidungen machen mit unseren Forschungsinstituten und so. Sie entscheiden nicht, weil sie versuchen da schon wieder mit Gewalt irgendwas entscheiden zu wollen und überall mitreden zu wollen. Das machen sie natürlich nicht. Sie sind doch hochkriminell, jeder weiß das jetzt und sie entscheiden nichts. So, das war erstmal Frau Kaus, ich unterbreche mal kurz.